gesagt habe oder wo ich wusste, wie sie heißen. Aber sorry, Leute, ich weiß nicht, wie sie heißen und deswegen, ja, ne, ja, einfach Emmy und Black, seid mir bitte nicht böse. Emmy, was ist denn? Du verstehst das nicht. Das verstehe ich sehr wohl. Also, was denkst du dir? Das glaubst du mir sowieso nicht, wenn ich dir erzähle, Black. Emmy! Ich denke, wir müssen der Sache auf den Grund gehen. Und wie willst du das machen? Ganz einfach. Hier, sei nicht schwul, siehst du sie? Hä? Nein, ich bin doch nicht blöd. Da ist keine Spur. Jetzt tu doch nicht so. Psst. Doch. Guck da mal ganz genau hin. Ich weiß, wie ich ihn überreden kann, dass er da hinguckt. Also, wenn du da nicht hinguckst, also wenn du das nicht siehst, dann hast du ein schlechtes Auge. Was? Ja, ich sehe sie. Wow, ich sehe sie wirklich. Na, siehst du? Ganz leichte schwarze Fußabdrücke. Also, jetzt Hufeabdrücke. Und ich weiß genau, wo die uns hinbringen. Während sie Black alles erzählt hat, war es ein sehr weiter Weg. Das spule ich etwas für euch vor. Die Freunde suchten den ganzen Tag, bis es schließlich Abend wurde. Oh, ich denke, ich bleibe schlafen. Mach doch, ich bleib noch etwas auf. Nein, ich bleib die ganze Nacht auf. Wenn du meinst, schlafen ist wichtiger. Das glaubt nur er. Da, das Wasser, es hängt an zu wellen. Was? Mein Gott, Moon, oh, ich kann es gar nicht fassen, Emmy. Und warst du über unseren Schlaf? Ja. Immer. Wer ist das? Das ist Black. No. Was? Okay, erzähl es nochmal laut. Okay, also. Ja, Leute, das war's mit der 4. Folge. Freundschaft ist alles, was zählt. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. In der nächsten Folge wird es etwas spannender. Sorry, dass die Folge so kurz geworden ist. Nur mein Handy stürzt gleich ab, weil nur 90% ist. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Und ja, tschüss.